Dieses Video zeigt die Darsteller privat. Möchten Sie die Illusion der Rollen für Ihr Kind aufrechterhalten, schauen Sie es bitte alleine weiter. Ich weiß nicht, was hier soll. Michael! Happy New Year! Die Schneekönigin geht weiter! Ja, es geht ja schon gut weiter. Ja. Oh, guck mal, diesmal ist die Johanna dabei und die Caro und die Elena. Was ist denn jetzt los? Manu, wie hast du das denn geschafft? Hä? Manu? Ey, die Schneekönigin hier. Ey, wir sind hier gerade eine Stunde oder so. Unsere Schneekönigin ist der Hammer. Das ist übrigens die Bühne in Dresden. Hier haben wir gerade schon eine Show gespielt und jetzt kommt Show Nummer 2. Sag mal, Elena, was machst du hier eigentlich? Was machen wir eigentlich? Besonders cool finde ich hier den Gang zur anderen Seite der Bühne. Wir sind in Bayern, in Kulmbach. So, warum wollte denn Fabi unbedingt diese Garderobe haben eigentlich? Was? Er hat sie mir geklaut. Können wir von der Garderobe rausgehen? Das ist unsere heutige Spielstätte in Kulmbach. Kann ich Tape? Hab ich nicht. Das ist immer noch Tape? Ich hab immer noch kein Tape. Willst du es dir dran pinseln gerade oder was? So, so sieht das bei jedem aus und so bei Jojo. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ja, ich wende dich an Manu zwecks Tape, bitte. Ich geh einfach ohne Tape auf die Bühne, was soll's. Sie machen das schon. Sie sucht kein Sextape, sie sucht Tape zum, für, so also Pflastertape. Herrlich, herrlich. Gesund, scharf, so wie ich es mag. Reden wir immer noch über Sextape? Ja. Also. Vielleicht nimmt er immer dasselbe, das holt er unten wieder raus. Das war abgelenkt. Ja, jetzt weil Manu wieder reinkam. Manu, hast du Tape? Hast du Tape? Sie sucht immer noch Tape. Sextape. Habt ihr ihn mal gewaschen, Idiot? Vielleicht auf die Bühne. Hier wird immer noch. Was, du weißt nicht, wo du das hingebracht hast? Nein. Oh, Manu. Vielleicht hab ich es auch verbraucht. Oh. Ja. Unser letztes Tape, Manu. Sei ruhig und isst damit drauf. Geh in den Sack. Manu, geht's dir gut? Mandarinen. So, wer hat denn da Tape? Ich hab's. Was war das? Manu wollte auch versuchen, ob sie es hinkriegt. Nein, nicht dein Ernst. Du hast es nicht wirklich versucht. Was? Das probier ich auch. Nicht dein Ernst. Oh, das ist voll gegen meinen Zahn. Ja, Oh, Toni, guck mal, wie das hier aussieht. Oh. Gucken wir mal, wie es hier hinter der Bühne aussieht. Aschaffenburg! Die Jojo, die kommt übrigens aus Aschaffenburg. Hier. Gucken wir mal, wie es hinter der Bühne aussieht. Ja. Hallo. Nee, jetzt gucken wir uns doch mal an, wie die Bühne aussieht. Oh. K-Y. Nicht schon wieder das Tape. Das Tape liegt in der Garderobe. In der Garderobe, wo die Schmerzen. Suchst du schon wieder das Tape? Suchst du schon wieder das Tape? Wo ist das fucking Tape? So, seid ihr bereit für den Soundcheck? Das war die Antwort. Was war überhaupt nicht gut? Ihr seid alle gefeuert. Einfach Manu ausmachen. Ja? Nein, man hört ihn nicht mehr. Nochmal, hör mich jetzt. Ja, der war spitze. Das war nicht sexy. Das war alles andere als das. Ja, wenn ich es in Zeitlupe mache und Musik unterlege, dann sieht es wieder sexy aus. Ja. So,
das war sexy. Wir haben Pause, suchen Elena, keiner weiß, wo Elena ist. Und dann postet sie in der Gruppe, hier kurz Nap, ne? Wie findet die denn immer ein Bett? Heute spielen wir in Würzburg. Guck mal. Es hört nicht auf. All das liegt jetzt nur bei mir in meinem Königreich. Die Meister muss vom So, bei diesen ganzen Türen hier kommt man ja irgendwie total durcheinander. Deswegen habe ich mal hier das Schneekönigin gerecht gemacht. Hier der Aufgang Schneekönigin. Und auch hier kann man es dann gleich sehen, wo es hingeht. Ob ich die Pfeile jetzt einfach umklebe? Die Künstler bereiten sich auf ihren großen Auftritt vor. Ist das das Puderdöschen? Kannst du dich bitte auch langsam in dein Kostüm begeben? Ah, okay. Möge meine Rabenfrau sich auch langsam an ihren Platz begeben? Nun gut. Karl, ich bin bereit. Lass uns abfahren. Okay, jetzt kriegt jeder noch ein Eis. Oh, ich bin noch nicht bereit. Warum soll ich mitkommen, Jojo? Zeig mir jetzt bitte mal, wo wir hier auf die Bühne kommen. Ich habe extra die Pfeile auf dem Boden beschriftet. Okay. Es ist ein bisschen verwirrend. Da sind Pfeile, da sind ganz viele Pfeile. Also wir müssen ganz links. Dave, wir wollen anfangen. Kannst du mal aufhören mit telefonieren? Nein, ich habe für ihre wichtige Privatgespräche. Ah, ey Dave, guck mal, die Schneekönigin wartet schon. Dave, das ist ein Ferngespräch, oder? Lass die alte Frau vorne. Was ist denn das Problem? Ich weiß nicht. Können wir die Show nicht spielen? Kann ich auch mal was sagen? Die Schneekönigin möchte mit dir reden. Bist du nackt? Okay, wie du siehst, ist unsere Schneekönigin sehr unqualifiziert. Ich kann alles sagen. Was für eine ernst gemeinte Frage. Also nein, soll ich dir sagen? Dann ist es auch uninteressant. Und da, ob du nackt bist, soll ich dich noch fragen. Ach so, drunter. Drunter, ja, natürlich. Der führt hier noch Gespräche, während wir auftreten wollen. Dave muss auch kurz mit seiner Mama telefonieren, bevor wir anfangen. Also Dave, wir werden soweit, ne? Wir noch nicht, wie du siehst. Oh. Also ihr wollt mit Zahlen nicht spielen? Oh. Ah, das ist ein typisches Technikerproblem. Sie finden den Lichtschalter nicht. Das kommt schon mal vor. Ist dunkel? Oh, ist dunkel. Geht los. Oh, hier. Hört ihr? Wie die vorne schon abgehen. Es ist dunkel. Yeah. Abends im Hotelzimmer. Wir sind alle schon im Schlafanzug. Manu meint, wir sollen unbedingt rüberkommen. Okay. Okay, was ist los, Manu? Worum geht es denn? Ich bin im Bad. Deswegen sollten wir so dringend rüberkommen. Ja, das ist voll eklig. Aber das Problem ist, ihr dürft ja nicht reden. Ja, natürlich nicht. Aber die ist doch voll klein. Oh, die ist eklig. Der Bachelor. Achtung, Fenster auf. Hab ich doch schon. Die kommen im Bad. Das ist im Bad ist doch ein Fenster. Aber ganz weit rauswerfen. Oh, Scheiße! So. Das ist bitte da ist noch eine vom Bachelor. Da ist noch eine vom Bachelor. Das sind alle Ex-Bachelor. Ja, ist doch egal. Ja, nimmst du diese Rose an? Nimmst du diese Spinne da an? Und wieder hier, da wo die tollen Garderoben sind, mit den tollen Stangen. Im Egi. Egi. Und diesmal ist die Kaffeemaschine nicht kaputt hier, weil es gibt keine diesmal. Aber wenn ihr nicht wisst, worüber ich rede, dann guckt mal hier. Zauberschloss-Vlogs. Gibt's hier Kaffee? Hat jemand das Tape gesehen? Jetzt will sie Kaffee. Hast du wieder ein Bett gefunden? Guck mal, das ist wie beim Psychologen. Erzählen Sie mir nochmal bitte von Ihrem Problem, Herr Lang. Oh, da kommt schon das Problem. Okay. Ich weiß nicht, was ich vorhat. Aber ich lass mich mal drauf ein. Caro, die machen da unanständige Sachen drüben. Oh, oh. Gar nicht. Ja, guck sie dir noch an, guck sie dir noch an! Elena, war jetzt meine Einzelgarderobe. Erst Gurken, jetzt Bananen. Wo ist Manu eigentlich? Ich finde die Ankündigungen hier immer sehr toll.
in Egi. Jetzt haben wir es verpasst. Wusste ich. Das war so. Ich liebe es ja, wenn Theater genug Klammern haben. Ne? Also letztes Mal hatten wir ja nur eine einzige Klammer, aber ich glaube hier, aua, hier haben wir genug. Oh nein, ihr müsst auf die Bühne, auf die Bühne. Und das war der zweite Vlog. Ja, es hat uns sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Schaut doch einfach weiter rein. Natürlich geht die Tour weiter mit dem nächsten Vlog und dem nächsten Vlog natürlich. Hier könnt ihr euch nochmal die letzte Folge angucken. Und dann die Tourdaten und alles. Alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. www.schneekönigin-musical.de. Da auch. Was? Wo? Bis dann. Morgen wohl. Yeah. Keiner fühlt sich allein. Jeder darf dabei sein. Denn wir feiern die Zeit in der...